Plattenträger C war völlig ausgelastet. Woran mag es liegen? Wieder ein Download? Steam neu gestartet? Keine Downloads bei Speed, C ist rund auf 4%. Ich denke mal, jetzt sind wir secure. Schauen, wo wir sind, was wir dabei haben. Kohle können wir hier lassen. Und ich würde behaupten, Steine. Wir haben uns super verkantet. Und 8 FPS. Nicht lebend zum nächsten Spot. Nein, ich will nicht sterben. Alter. Es geht gar nicht, was ist denn los?
Ja, ich brauche Holz. Das Übliche. Meine Festplatten sind völlig am Rödeln. Why? Wieso die Festplatten? Das ist ein Taucher. Das ist ein Bär. Darius meinte, die hätten gesehen, dass er eine Waffe trägt.
bitte nicht aus der Entfernung auf mich schießen. Noch eine.
Scheiße. Fuck. Ja.
Frag mich, ob die mir was tun, wenn ich nackig bin. Aber vorher mache ich mir noch einen Schlafsack. Ich hatte gerade einen Taucher erledigt und jetzt frage ich mich, bin ich wieder gespawnt? Frage ich mich, schießen die auf mich, wenn ich unbewaffnet bin?
Irgendwie ist er verschwunden. Verschwinden wir vielleicht mit den Lootsites? Johnny Bordello. Buongiorno. Como stai? Ich nehme an, dass Johnny Bordello ein italienischer Name ist. So ein Mafia-Name. Bordello Johnny. Ciao. Was ich suche, ist, suche einen Taucher. Sondern nicht die Jungs in den blauen Anzügen, der mich gerade platt gemacht hat. Die sich da jetzt an den Lootsites rumtreiben. Und jetzt überlege ich gerade, ob der Typ vielleicht. Die Lootsites verschwinden ja. Und da stand vorhin ein LKW. Ne, dieser Schrottwagen. Und die Sites verschwinden ja manchmal. Und ich frage mich, ob der Typ mit dem. Mit der Site verschwunden ist. Einen habe ich down gekriegt. Und den zweiten habe ich leider übersehen. Und die schießen echt scharf, die Jungs. Ganz schön heftig. Vielleicht lohnt es sich doch so langsam, die Bärenfallen und so aufzustellen. Das Geile ist ja, die erkennst du oft nicht mit ihrem blauen Tarnanzug zwischen den blauen Tonnen. Und ich brauche Steine. Nehmen wir mal an, der ist weg. Ja. Wir hatten in der letzten Staffel, also vor dem Vibe, haben wir die zwei, dreimal besucht in diesen Military Tunnels. Das war ja schon auch von der ganzen Atmosphäre ziemlich unheimlich da unten. Und da waren sie halt nur mit Schrotflinten unterwegs und die waren schon heftig. Typ dahinter steht, die erkennst du eigentlich eher nur an ihrem Sprechfunk. Auf Range. Tja. Versuch mal ranzugehen wieder. Damit ich weiß, dass die Ecke hier frei ist. Aber da ist halt keine. Der Taucher war hier unten auf der Straße und ich war da oben. Mit Pfeil und Bogen habe ich dem ein paar gegeben. Dann mit der Knarre hier. Und
Der hat mich von hier unten weggebratzt. Ja, echt heftig, die Typen. Ich komme hier raus und sehe da unten was rumlaufen und baller halt drauf. Von hier aus. Der hat mich hier oben gekillt. Aber ich auch einen. Tja. Da ist einer. Noch einer. Straße und blaue Zombies. Du weißt nicht zufällig, wo beim Bombay. Ich bin auf einem PvE-Server. Und das ist eigentlich nur ein Gerüst für Schilder. Ich benutze diese großen 6x2,25 Meter als Fassade quasi, weil man die anmalen kann. Und im Grunde ist es eigentlich nur ein, ja, das wird ein großer Würfel. Oben drauf kommen noch zwei Stockwerke. Dann ist es ein Würfel. Ich zeig dir mal einen fertigen. Nee, genau. Da kann man nicht raiden. Und die Optik gefällt mir eigentlich ganz gut. Und der Upkeep ist einfacher. Von hier aus noch nicht sehen, den Bau.
Wo ist er denn? Der muss genau hinter dem Wald sein. Das ist natürlich ein bisschen doof. Hier irgendwo höher. Jetzt kann ich, glaube ich, die Nacht hier verbringen. Das ist jetzt heftig. Wegen der Bäume sieht man den Baum nicht. Und der ist eigentlich genau darum so hoch, damit man den von weitem sieht. Da ist er. Na gut, jetzt sieht man nur drei Stockwerke davon. Es sind aber insgesamt halt vier. Und hier sind auch noch keine Bretter dran. Aber wie gesagt, eigentlich nur die Halterung für ganz viele große Bretter. Tja, ich bin hier im Tauchanzug unterwegs, also keine Lampe. Und es wird heller. Wenn es eh dunkel ist, kann ich auch direkt mal hier runter, oder? Sehr cool. Na, ja, hier kenne ich mich nicht aus. Trainyard und ich weiß aber nicht, wo hier zum Beispiel ein Recycler ist. Das wäre ganz passend.
Das heißt, normalerweise bleibt man unten. Nachtzeit. Oh geil, sehr geil. Suchscheinwerfer habe ich in der ganzen letzten Staffel keinen gefunden. Auf jeden Fall viele grüne Kisten hier. Skript wäre mir noch lieber. Da ist eine Reparaturbank. Wie tief ist das denn? Ein Stockwerk. Ich versuch's mal zurück. Okay.
den Fesselballon. Sieht ja auch geil aus. In der Disco. Am Morgen. Frühclub. Vom Bunker Dachterrasse. Eine blau-weiße Tanne. Okay, so eine habe ich noch nie gesehen. Okay. Es waren zwei ineinander. Wow, das war knapp. Das war jetzt knapp. Also nicht so ganz okay. Fuck. Nee, jetzt gehe ich da nicht nochmal voll hoch. Das scheint sich nicht mal bei den grünen Kisten zu lohnen. Sowieso. Jetzt hätte ich im Grunde den ganzen Tag Zeit hier rumzulaufen, ne? Ich war noch nicht dran. Hier war ich auch noch nicht dran.
hier ist ein Recycler. Aber keine Tür. Jetzt mal Auto Turret. Weil braucht man ja eigentlich wenig. Auto Turret. Das ist ja der helle Wahnsinn. Ich beschwere mich immer, wenn die Dinger halt gerade im Airdrop auftauchen. Kannst halt gar nichts damit machen. Völliger Unsinn. Aber ey, super. Super. Außer es leckt so. Keine Ahnung, was hier kommt. Da ist gar nichts drin, oder was? Okay, aber hier ist der Recycler drin. Was ist denn das? Das hatte ich gerade schon, da waren 2 Tonnen übereinander. Jetzt bekomme ich Durst.
Raspberries. Schnell eine Kiste, schmeißen wir einen Zug da rein und den Wolf auch noch. So machen wir das. Zu nah jetzt zu haben. Shit. Und noch einer. Jo, Fifi hat sie gewartet. Dankeschön.
das Haus nach Norden. In dieses Haus halt. Da. Alles klar. Excellent. Gut, das ist natürlich von mir. Zum Turm. Hier kann ich refinern. Dahinter kann ich recyceln. Okay. Excellent. Jo, ich spiele auf dem PvE-Server. Reden ist nicht. Killen ist nicht. Aber die Taucher. Tierwelt. So wie der da. Warum ist sie so laut? Habe ich jetzt auch einen Kaktus geschossen? Alter.
Sorry. Aber du hättest es genauso gemacht. Schieß hier auf den Kaktus. Und denke, das ist ja schon tot. Steine, Steine, Steine. Noch ein Vieh. Noch ein Hund. Tschüss. So. Der geht da voll in Deckung. Das ist ja krass. Sorry.
Danke. Und nun fährt. Kiste.
Eine Mine habe ich gesucht, bisher keine gefunden. Essen. Wie machen wir das denn? Mehr Kisten. Thank you.
ich schlaf gleich ein. Sorry. Ich lieb gleich euch. Vielleicht sollte ich das machen und dann später wiederkommen. Es liegt an dem Rahmen. Rahmen. Warum? Wenn man so schnell müde wird. Dann nützt der Kaffee dann ohne Zwang. Verstehe ich nicht, wo da liegt sein Müll. Gerade. Was? Ich habe nur gesagt, ich glaube, ich schlafe gleich ein. So schief. Und guten Morgen, oder guten Abend, oder gute Nacht. Das liegt an dem Nudelsalat, den ich gemacht habe, glaube ich. Fetter Bauch macht Nudeln. Eine Unfall.
komme aus Nadal.
Thank you.
Oh ja. Ich quatsch gelegentlich, Moin P, und war gemutet. Da du nicht weißt, ob deine Nachricht gerade geboostet wird, nochmal. Hast du gerade nichts zu sagen oder hast du dich gemutet? Ja. Ja und ja. Aber aus Versehen. Nichts zu sagen. Und ja, ich habe zwar gut gepennt, aber nee, ich bin durch. Irgendwie wollte es ja noch fertig malen. Eine falsche Wand dran, beziehungsweise Decke, die da hinten. Die ist halt wieder schräg, die sind alle gerade. Schwindelig, wenn ich hier runter gucke. So, mein Zerrettchen. Nee, doch nicht. Schluck. Rumkaffee. Kaffee mit etwas rum. Ich weiß nicht, ob es der war. Der Kaffee rum. Oder der Nudelsalat, der mich platt gemacht hat. Zu viel, ne? Zu viel Energie aufgesaugt. Oder im Fall vom Rum Spirit. Du kennst das doch bestimmt. Dann gehst du down. Stress mit Tauchern hatte ich. Ein paar witzige Runden mit Warsan da heute. Kam irgendjemand rein, hatte mich gefunden über. Der hat einfach nach Warsander gesucht und da war ich wohl direkt ganz vorne. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich wegen meiner hervorragenden Qualität. Und dann wollte der mitfliegen, also so Squad machen. Und da halt gar kein Problem. Du kannst ja, man könnte den eigenen Mann abschießen, aber Teamkill ist ja völliger Quatsch da. Ja, und so sind wir dann ein bisschen rumgeflogen. War echt cool. Dann kam noch ein Dritter dazu. Funny war das. Ich hat's, wie gesagt, lange nicht gespielt. Bin irgendwie Level 91 schon. Also ich habe das wohl eine Weile täglich gespielt auch. Dann täglich immer so Boni, zehnfach Res oder 10% extra Research-Punkte oder so. 20 für 10 Runden, 20 Runden und dann
mache ich die auch innerhalb der 24 Stunden. Aber jetzt super lang nicht gespielt. Und ja, einmal haben wir Grafik auf Max. Und nicht nur die eigenen Flieger sehen schick aus oder Tanks oder die Umgebung, sondern die Gegner halt auch. Und du siehst halt viel besser, oder ich sehe halt viel besser, wie die fliegen. Und kann es halt auch, kann besser zielen und alles. Das ist schon sehr geil. Sehr geil. Lichtscheu war heute Morgen unterwegs in World of Tanks und dann habe ich halt gedacht, ey, komm, probier's so Warthunder mal aus. World of Tanks, weiß ich nicht mal mit welchem Handle ich da drin war. Gar nichts. Und das habe ich nun wirklich ewig nicht gespielt. Nicht mehr. Das sind das verschiedene Black Raspberries. Die kann ich stacken. Okay. Das ist für ein Teil Mace. Und der andere Mace auch meiner kaputt. Okay. So, ich hole hier den Rest noch ab. Feuergedöns. Ja, ich werde in den nächsten Tagen so peu à peu immer mal auch in andere Spiele rein. GTA. Elite Dangerous. Dann gab es so ein schönes Zombie-Spiel, auch quasi aus dem Half-Life. Auch ein Half-Life-Mod eigentlich. Ganz einfaches Ding.
ich komme nicht auf den Namen. Du bist halt irgendwie, keine Ahnung, in der U-Bahn oder so und dann musst du halt so den Weg finden zu der letzten Hochbahn, die fährt. Und dann durch so ein paar zombieverseuchte Straßen und Gebäude und Hinterhöfe. Aber das ist nur eine Map. Da gibt es dann halt mehrere. Oder bist in irgendeinem Haus auf dem Land und dann kommen die aus allen Ecken. Du bist mit mehreren und oder so Favelas. Was ist denn die Kiste jetzt wieder? Counter-Strike, Source. Oh. Zu wenig Speicher. Auf der Festplatte. Muss man die ganzen JPEGs löschen. Ich lade mir überhaupt nichts mehr runter. Knall das alles irgendwo ins Internet. Meld die Seite im Archiv an, archive.org. Und dann, selbst wenn die Seite irgendwann mal weg ist, dann ist sie da noch gespeichert. So, ich wollte ja. Das Benzin noch holen. Ich habe so viel Fleisch hier, das glaubst du gar nicht. Ich bräuchte einen Kühlwagen. Okay. Also ich habe mir diese externen Festplatten angewöhnt. Halt auch wegen Auflegen und so. Kosten halt nicht viel. Ich zahle immer irgendwie so, keine Ahnung, 1,5-2 Terabyte kosten 70-80 Euro. Ja, ja. Games, das ist das Einzige. Und wenn die bei Steam sind, dann kann ich die auch einfach mal wieder löschen.
weil ich Platz brauche und dann kann ich wieder installieren, wenn ich Bock habe. Das ist cool. Also manchmal ist die Cloud cool, aber nicht, wenn da, weiß ich nicht, gerade jetzt wieder war Heise gelesen, weil irgendwie S3, weil Clouds halt oder Cloud-Zugänge falsch konfiguriert sind oder gar nicht oder aus Versehen auf Default gestellt wurden. Und da sind so krasse Dateien verfügbar. Ich meine so generell bei, gerade bei Firmen, wo dann irgendwie der Sohn vom Chef irgendwie mal die Webseite aufsetzt oder verwaltet. Und sind da Patente für Sachen, die im Bau sind, für vertrauliche Infos, interne, all so ein Zeug. Oder Krankenhäuser und die Daten der Patienten. Hier so ein Microsoft, wie heißt das, 123 oder so, oder 360. Diese Enterprise-Geschichte. Alles in der Cloud. Das ist völlig verboten. Das ist sogar verboten. Warum ist denn meine Kiste jetzt wieder T8 U8? Da wo die Wüste anfängt. Kisten hinstellen. Okay. Tja, dann weiß ich auch nicht. Muss es streamen. Und damit gilt für den. Wow. Mach ich jetzt auch. Ich streame jetzt einfach. Verdiener Geld mit. Da steht dann bei manchen Leuten echt drin, if you want to donate me something to pay for my rent. Also. Halt dann immer streamen, ne? So wie ich gerade. Die ganze Zeit. Ja, ja. Krankenhäuser. Und nicht mal katholische. Alle. Also jeder, der im Grunde Office auf dieses Online-Office umgestellt hat, speichert seine Daten jetzt in der Cloud. Da gab es auch schon ein paar Fernsehberichte drüber, die ich natürlich nur im Internet gesehen habe. Aber da kommt es dann halt hoch. Ja, die Verbindung. Ich habe ja auch nur 200 Mbit. Aus irgendeinem Grunde streame ich jetzt mit 48 FPS. Merkt man das? Also ruckelt das immer noch?
Hasselbeeren kann man nicht stacken. Krass eigentlich. Manchmal hakt es kurz, ja. Dan meinte, ich bräuchte vielleicht noch mehr RAM. Also ich habe jetzt auch eine Stufe runtergestellt noch. Von Fantastic. Wieder runter auf Beautiful und so. Zwei davon sogar. Thank you.
Jetzt komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Preiselbeeren werden teuer. Sag ich gleich. Oh, ich glaube, das wird noch eine Menge Low-Grade Fuel da. Gut. Ich hatte gerade wieder Taucherstress. Von hier unten, von der Straße, hat er auf mich geballert. Naja gut, ich habe angefangen, aber trotzdem. Der hat mich gekillt. Als ich anfing vorhin, hatte ich heftige Lecks. Und da waren aber auch beide Festplatten irgendwie am Rahmen. Ich weiß auch nicht, was da los war. Gerade so an 100%. Jetzt geht's wieder. Überall Taucher. Wir könnten echt zwei Mann hinten drin und dann ballern die hier alles weg. Das ist leck. Darius hat bestimmt seine ganzen Skins da hinten rausgeholt. Jetzt alle erstmal laden. Also ich habe die Lecks halt hier im Spiel auch. Ne?
habe die Tür rausbekommen. Indem ich den Rahmen gesprengt habe. Garagentor drin. Research. Kleiner Mark. Neu hier. Willkommen bei Abenteuer im Beach Club. Die auf jeden Fall noch für einen Tag und zwei Tage und vier Stunden geöffnet hat. Oh ja, 50, ein Suchlicht. Da war ich beim letzten Mal so doof, da hatte Westgold, hatte mir... Als das Hotel geredet wurde, da hat er mir die Blueprint dafür gegeben und einen fertigen Suchscheinwerfer. Den habe ich dann auch aufgestellt und überhaupt nicht dran gedacht, die Blueprint zu erforschen. Völlig doof. Am nächsten Tag war die ganze Bude decayed und natürlich auch, ja, auch die Blueprint weg und so. Und Christmas Lights, ich habe mich so geärgert. So. Ja. SMG Buddy kann man nicht kriegen. Okay. 250. Mace, kann ich den schon? Ach, cool. Mace ist eine Waffe. Oder ein Tool. Ne, kann ich noch nicht. Mace. Aber ich kann das Langschwert schon eigentlich. Schauen wir mal die nochmal. Ist 75, Licht 75 und wir haben
162. Licht. Ja, ich komme halt gerade von der Loot-Runde zurück. Der Vibe war ja gerade erst. Er hat noch einen Blueprint-Vibe, also muss ich erstmal alles wieder lernen. 75. Auch nur 75. Ja, die ganzen ganze Fleisch hatte ich schon rüber getan. Dropbox, zwei Automaten. Nein. Wie konnte man den jetzt drehen? Wie viel HP der hat.
Konnte man den nicht irgendwie drehen auch? Können sogar da reingucken. Der hat gar keine Unterseite. Kommt ihr auch Metall hin oder Stein? Das ist die Frage. Vielleicht kommen da sogar noch Wände vor. Mal gucken. Gut. Gut, gut, gut. Ich mach Schluss. Ist noch gut, da kann schon fast wieder ein neuer her.
Soll die Servo dann kommen? Seitwärts einpacken. Die Musik ist auch so einschläfernd so. Dim, dim, dim. Darius meinte, die Boote brauchen gar nicht so viel Sprit. Ich habe das ja noch gar nicht probiert, nur auf dem PvP-Server. Da war heute jemand da und meinte, seit es die Boote gibt. So, also du brauchst, also wenn du Solo spielst, brauchst du gar nicht probieren, mit so einem Boot zu fahren. Da sind jetzt ganze Flotten schon unterwegs. Und wenn du halt zu zweit fährst oder zu dritt, einer fährt, steuert halt das Boot und die anderen ballern. Ist ja keine Chance. So richtig Piraten-Action, aber die bösen Piraten, die Somalia-Piraten. Nicht die guten Piraten. Bin ich echt mit dem Auto vorgefahren und wieder zurückgelaufen. Unbelievable. Da habe ich schnell nochmal alles aufgeräumt. Fenster zu, Türen zu. Aus. Im Winter, wenn es läuft. Sieht's aber aus. Beziehungsweise. Es ist auch 2, jetzt kann man sagen, in 4 Stunden gestreamt ist. 3,5. So, beim Trainyard weiß ich jetzt auch, wo der Recycler ist und der Bubbler. Mehr wollte ich ja gar nicht. Ein paar grüne Tonnen habe ich da gefunden, weiß aber nicht mehr wo.
Das nächste Mal geht's zur Satellite Dish und dann zum Dom. Dann zum Airport. Da muss ich echt mal ausrechnen, wie viele Schilder ich brauche für ein Depot. Und dann 3 Tage Holzferien. Das ist schon 2 Tage 7 Stunden 21. Jetzt guck mal, Monitor vorne ist hier, Monitor vorne, Monitor hinten. Alles einschmelzen hier, die ganzen Turrets und so. Völliger Quatsch. Bärenfallen. Minen. Brauchen wir doch gar nicht. Ist doch Quatsch. Brauchen wir doch ja nicht. Nee, brauchen wir jetzt unbedingt. Mädels. Ich verabscheue mich. Hatte ich hier nicht schon im Bett stehen? Hat mich wieder sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Auch wenn ich nur auf Beautiful spiele.
Ich werde mal eine Liste machen und meinen Plan machen, aber Plan bedeutet Programm, bedeutet Rundfunklizenz. Da muss man sich die Kriterien auch mal durchziehen oder direkt bei Gronkh oder so gucken. Die haben das auch alle ein bisschen aufgebröselt, von wegen, wann ist denn ein Stream ein Fernsehprogramm? Da kann man dann gucken, wenn man es vielleicht vermeidet. Aber täglich streamen ist zum Beispiel schon schlecht. Und ja, werde aber mal gucken, dass ich vielleicht irgendwie das die Leute irgendwann so am Trichter haben. Tim spielt um 8 Uhr PvP Rust oder so. Und ansonsten halt PvE. Oder dienstags Elite Dangerous oder so. Irgendwie sowas. Ja, da werde ich mal schauen. Auf der anderen Seite finde ich es halt gerade geil, zu streamen, wann ich will. Und dann nicht irgendwie um 8 Uhr am Tapet stehen zu müssen. Und die warten alle schon eine Viertelstunde oder so. Dann sage ich halt lieber gar nichts an, als dass ja auf mich gewartet wird. Ich komme ja wieder. Aber dann, wenn es halt passt. Schau ich hier, genau, ich wollte noch mal eben gucken, wie dieses Zombie-Spiel heißt, weil das geht ja so ein bisschen hier in die Richtung, würde ich denken. Und zwar kann ich das denn sehen, welche ich mal gespielt habe. Ah, ich weiß, wie es heißt. No More Room in Hell. Kostenlos. When there is no more room in hell. The dead will walk the earth. PC Gamers Mod of the Year 2011. So alt ist das schon. Ist bereits in ihrer Steam-Bibliothek. Kleine Empfehlung, vielleicht gefällt dir das ja, PL, wenn du noch da bist.
scariest multiplayer game we have ever played. Half-Life 2 Zombification, genau. Und hier nochmal. Kann ich sehr empfehlen, wer das noch nicht kennt. Aber ich habe es auch schon eine Weile nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Steht das hier irgendwie? Zweitausendsechzehn zuletzt gespielt. Da gibt es dann auch so Molotow-Cocktails und so. Baseball-Bat, Monkey Wrench, Spade, Kitchen Knife, sehr schönes Ding. Gut, und jetzt gehe ich ins Bett. Ich glaube, ich hatte mich schon verabschiedet, ne? Also, gute Nacht zusammen. War mir ein Vergnügen. Und auf ein andermal. Viel Spaß noch. Träumt was Schönes. Schaltet morgen wieder ein. Bye bye.